In diesem Video möchte ich Ihnen den Entertain TV Mobil Cloud Recorder vorstellen. Wenn Sie sich für die Zusatzoption Entertain TV Mobil entscheiden, stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung, so auch der Entertain TV Cloud Recorder, also ein Videorekorder in der Cloud. Ein paar Gigabyte sind bereits inklusive, wenn Sie den Speicher erweitern möchten, können Sie das ebenfalls tun. Unter meinen Aufnahmen habe ich hier auch die Unterscheidung zwischen Cloud-Aufnahmen, die auch unterwegs per Tablet oder Smartphone abrufbar sind, oder den Aufnahmen auf dem Media Receiver. Wie funktioniert das mit der Cloud-Aufnahme? Ich kann hier zum Beispiel in der App, aber auch am Media Receiver selber, in die Programmdaten reingehen, mir eine Sendung raussuchen, die ich aufnehmen will. Ich kann entweder den Rest einer verlaufenden Sendung oder auch einer Sendung in der Zukunft aufrufen und kann dann hier sagen Aufnehmen. Ich kann dann hier neben dem Media Receiver auch sagen, das Ganze soll auch in die Cloud aufgenommen werden. Media Receiver soll gar nicht aufgenommen werden oder zusätzlich parallel. Wichtig ist, die Cloud-Aufnahme lässt sich nicht auf dem Media Receiver abspielen. Also wenn Sie vorhaben, das Ganze am Media Receiver eventuell zu schauen, dann sollten Sie im Zweifel auf beiden Geräten aufnehmen. Hier gibt es noch die Möglichkeit Einzel- oder Serienaufnahme. Und ich starte jetzt hier die Aufnahme der Sendung. Das heißt, die Einzelaufnahme auf dem Media Receiver und dem Cloud Recorder ist jetzt gestartet. Wie gesagt, das Ganze funktioniert auch für die Sendungen in der Zukunft. Wenn ich heute Abend noch irgendwas aufnehmen möchte, kann ich hier ebenfalls draufgehen, aufnehmen. In dem Fall möchte ich es nur auf dem Cloud Recorder, weil ich mir schon sicher bin, ich will es unterwegs mir anschauen, zum Beispiel im Hotel. Dann kann ich hier die Aufnahme starten und jetzt wurde sie auf dem Cloud Recorder hinzugefügt. Wenn ich jetzt hier in der App einmal drin bin, zeige ich Ihnen, wie Sie die Sendungen finden. Und zwar ist das versteckt unter meine Inhalte, meine Aufnahmen. Und dann gibt es hier den Punkt Media Receiver und halt hier den Punkt Cloud Aufnahmen. Zwei Sendungen werden gerade noch parallel schon aufgenommen. Das erkenne ich an dem roten Button. Eine Sendung ist schon fertig aufgenommen und könnt jetzt hier entweder auf dem Tablet im WLAN, aber auch unterwegs per Smartphone, per Mobilfunknetz oder Fremd-WLAN mir die Sendung dann anschauen. Und wie gesagt, das Ganze ist jetzt nicht auf dem Media Receiver gespeichert, sondern im Internet in der Telekom Cloud. Und dann läuft hier die Aufnahme ganz normal ab. So, ich simuliere jetzt mal, als wenn ich unterwegs bin. Ich habe jetzt hier einmal die Entertain TV App geöffnet. Man sieht hier oben, ich bin im Telekom LTE Netz eingebucht, habe das WLAN abgeschaltet, wechsle jetzt hier in meine Aufnahmen, sehe jetzt hier wieder den Cloud Recorder. Und kann auch hier die Sendung, die bereits in der Cloud gespeichert ist, über das Mobilfunknetz abrufen. Da kommt nochmal ein Warnhinweis, dass ich per Mobil im Internet verbunden bin, aber aufgrund der Datenmenge, die jetzt übertragen wird, wenn ich da kein entsprechendes Volumen habe, könnte ich dann das Ganze wieder abbrechen oder auch ein WLAN nutzen. Aber wie gesagt, funktioniert tadellos über den Cloud Recorder das Ganze unterwegs anzuschauen. Entertain TV Mobil mit dem Cloud Recorder. Ich habe jetzt hier noch im Hintergrund den Media Receiver angeschaltet, denn der Cloud Recorder lässt sich auch per Media Receiver programmieren. Zum einen sieht man natürlich hier die Sendung, die ich eben programmiert habe, Köln 50667. Da läuft aktuell die Aufnahme, erkennt man in dem roten Aufnahmesymbol. Und ich kann jetzt hier auch weitere Sendungen programmieren, zum Beispiel Achtung Kontrolle. Gehe jetzt hier auf Aufnehmen und habe auch am Media Receiver die Möglichkeit zu sagen, dass das Ganze am Cloud Recorder oder auch nur am Cloud Recorder aufgenommen werden soll. Beginne hier die Aufnahme. Und dann ist auch über den Media Receiver die Cloud-Aufnahme hinzugefügt. Abspielen, wie gesagt, lassen sich die Cloud-Aufnahmen nur unterwegs per Tablet oder Smartphone und nicht am Media Receiver.